Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, hier jetzt das zweite Modell vom Lego Technik Doppelrotor Hubschrauber. Diesmal haben wir auch wieder zwei Rotoren und hier nebenan ist Ruhe, danke. Und ja, ich habe nämlich Gäste und die sind jetzt mal ruhig, hoffentlich. Und hier dreht sich allerdings bloß ein Rotor, wenn man am Zahnrad dreht, das kann ich schon mal versprechen. Der hintere, der ist mit Handbetrieb und dreht sich auch nicht wirklich sehr lange und ja, das, was das für einen Nachteil auch noch bringt, zeige ich dann gleich. Ansonsten von der Seite, ja, es sieht schon etwas schnittiger aus. Ein bisschen kantig immer noch, durchlässig. Aber es ist ein Hubschrauber, das kann man erkennen. Hier mehr Grau so oben auf der Oberfläche. Die Räder sind ähnlich gemacht, nur dass das hier nicht lenken kann. Rollt aber. Allerdings von oben, hier stehen doch einige Steine raus. Oder solche Stangen hier zum Beispiel auch so asymmetrisch. Hier steht es raus, hier nicht. Das gefällt mir gerade gar nicht so richtig. Ansonsten hier, das ist cool gemacht. Oben ein bisschen flach, aber das gibt es glaube ich wirklich. Ja, hier so ein paar Sitze angedeutet in Blau. Auch cool, dass es das hier so schräg ist mit dem Heck. Das gefällt mir wiederum richtig gut. Allerdings ist das halt mit den rausstechenden, wie hier auch, Streben nicht ganz so meins. Ansonsten hier diese Lichter verbaut wieder. Diese, ja, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Actionfiguren dienen die, glaube ich, als Augen. Ich weiß es gar nicht. Genau, auf jeden Fall, Rotor dreht sich. Der ist hier ein bisschen verlängert. Heckrotor auch. Ja, sind nicht immer Rotorblätter. Das macht aber wieder gar nichts. Wir sind ja hier kreativ. Genau, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer hier noch so ein Fensterrahmen angedeutet. Das gefällt mir dann auch wiederum gut. Hier unten steht dann die Stange vom Rotor raus. Da kann man auch unten nochmal drehen und sich freuen, wie das Zahnrad alleine losrattert. Genau, hier die Nase auch schön, dass die vorne immer flacher wird. Ansonsten auch wieder vier Räder. Ja, aufgrund der herausstehenden Steine. Das Heck hier ist jetzt auch nicht so berauschend, finde ich. Gebe ich dem schon ein bisschen Abzug. Bei meiner persönlichen Punktewertung von 1 bis 10 gebe ich dem Modell mal 6 Punkte am besten. Das ist fair meiner Meinung nach. Und was ich dann hier noch mal zeigen kann, ist ja das. Das hatte ich vorher reviewed. Den Doppelrotor Heli, das Hauptmodell. Und ja, hier übrigens 1 zu 1, haut ungefähr hin. Laut Anleitung sind bei diesem Modell eigentlich auch nicht die Streifen auf den Rotoren, die sind aber nun mal drauf und unten wäre es ja noch dämlicher als oben, wenn man sie nicht braucht. Genau, dem hier habe ich 8 Punkte gegeben, dem hier 6, das heißt, das Set bekommt von mir insgesamt 7 Punkte bei meiner persönlichen Punktewertung. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, schreibt mal in die Kommentare wieder, was ihr von dem Set oder Modell haltet, welche Wertung ihr geben würdet. Ansonsten danke ich mich fürs Zusehen und tschüss.